Die Außenminister der Europäischen Union haben Beratungen über den Vorschlag der EU-Kommission aufgenommen, der Ukraine und Moldau den Status als Beitrittskandidaten zu verleihen. Die Minister trafen sich in Luxemburg. Die Entscheidung dürfte auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel fallen. Österreich knüpft seine Zustimmung an Fortschritte im Beitrittsprozess der Westbalkanstaaten. Außenminister Alexander Schallenberg verwies darauf, dass Nordmazedonien seit 17 Jahren Beitrittskandidat ist und seit 2 Jahren mit Albanien auf die Eröffnung der Beitrittsgespräche wartet. Zuletzt blockierte Bulgarien im Streit um Minderheitenrechte den Prozess. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte, die EU stehe vor einem historischen Moment. Die Ukraine oder Moldau nicht einzuladen, wäre ihr zufolge, so wörtlich, eine fatale Entscheidung. Die Niederlande wollen dem Kandidatenstatus der Ukraine nach anfänglichem Zögern nun zustimmen.